Hallo Minecraft, willkommen zurück zu Minecraft Sky Factory. Ja, ab morgen ist McFisto 2051 auch wieder dabei. Aber heute baue ich nochmal alleine. Und zwar wollten wir uns den Arkanen, den Infusion Altar bauen. Ich bin gerade mal nochmal in gucken, was ich hier brauche. Erstmal unten eine Fläche aus Arkan Stone. Wobei ich glaube, das ist eigentlich egal. Aber es sieht natürlich cooler aus. So, pflanze ich mal dahin. Dann können wir nämlich einfach so drumherum bauen. Ich habe eigentlich schon alles im Inventar, was ich brauche. So, außer eine Sache. Ich kriege nämlich keinen Ember keinen Ember in den in die Painting Machine. Ja, das heißt, wir müssen uns hier irgendwas aussuchen, was wir nehmen wollen. Ich glaube, ich guck mal, ob das damit geht. Ja, es muss damit gehen, ja. Ist die beste Möglichkeit. Das war einer zu viel. Back to the roots. So. Oh, alles ausgeleuchtet. Freut mich. So, dann brauchen wir ein Arkan. Wie heißt das? Pedestal. Kommt dahin. Dann kommt, glaube ich. Dann kommen die, glaube ich. Hallo. Dahin. Und dann kommen da normale oben drauf. Brauchen Zauberstab. Okay, der ist voll. Den brauchen wir auch. Und das wollte ich so machen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe das einmal irgendwo gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchem Server das ist. Habe ich einen zu wenig. Nein, der ist jetzt drauf und jetzt. Hallo? Hä? Wie richte ich den jetzt wieder weg? Ah, so. Okay. Das war falsch, dann wird er vielleicht wirklich da oben hin. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Was passiert da jetzt? Nichts. Habe ich ihn richtig aufgebaut? Ich mache erstmal den Schammes hier wieder weg. Okay, wir gucken nochmal. Gucken nochmal ins Formanomicon. An den Ecken des, dann kommt der hier und dann kommt eins frei und dann kommt er. Okay, das heißt, ich habe das eigentlich schon. Man kann sagen, Pedestal, Stone, Block, Empty Space, Ionische Matrix. Eigentlich schon so, wie das hier ist. Brauche ich dafür den anderen Wand? Aber der ist ja leer.
Da muss ich erst wieder Zeug sammeln gehen. Boah, doch. Bitte er. Ja, nimm mal das hier. Hä? Das hat gerade wieder irgendwie. Irgendwie haben wir zurzeit ein paar Lags. Und es wundert mich auch, dass wir. Dass der Regen nicht mehr aufhört. Ja? Ein bisschen nervig. Wenn es hier die ganze Zeit regnet. Muss noch ein bisschen R sammeln. Was haben wir hier? Nicht das, was wir brauchen. Ordo und R. Warte mal, dann können wir noch. Ach, der ist schon voll. Gott, 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 Gott. Ich hoffe, das kriege ich jetzt diese Folge voll hin. Das wäre genial. Ja, voll dran vorbeigeflogen. Das Coole ist, unser Jetpack hebt eigentlich ewig. Ja. Da haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme mit. So. Aber jetzt müsste der gleich fertig sein. Jetzt bin ich gespannt. Ging das nicht so? Der sagt mir hier, ich brauche ich muss hier noch das Ding hinstellen, glaube ich. Alter, das funktioniert ja doch. Jawohl. Toll. So lange rumgemacht und dann ging nichts und jetzt haben wir das Ding hier. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Also, Pedestals, die hauen wir da jetzt noch hin. Oh, Riesenteil. Weiter. Zack, rein da. Ab durch die Mauer. Fences brauchen wir noch und ich wollte noch mal ein so ein Dings da machen, so ein Pedestal. Nehmen wir den hier. Und haben wir da eigentlich auch noch was drin, was man braucht? Ah, keine Steine. Ja, ist ja klar. Na halt, andere Seite. Ja, es hat doch ganz gut geklappt. Wir müssen jetzt gucken, weil der braucht die ganzen Aspekte, um zu craften, der Infusion, Alter. Das heißt, ich muss noch gucken, wie ich die hier hinkriege. Ah, vielleicht mache ich die auch unterirdisch. Wenn das geht. Ansonsten muss ich hier außen einmal außenrum lauter Gläser, weil lauter Jars hinstellen, in die ich das Zeug reinhauen kann.
aber sieht ja ganz nice aus. Wir machen jetzt mal noch was anderes. Mich nervt es nämlich, dass ich hier immer noch Fackeln hinstellen muss. Das wollte ich nämlich nicht haben. Und da noch weg, und da noch weg. Und dann war es das. Und dann gehen wir mal rüber zu unserem, zu dem Teil hier. Einmal so und einmal. Nein! Dass man das immer in Rohform chiseln muss, bevor man das wieder verkraften kann. Das finde ich doof. So. So. Machen wir hier leuchtende Grasblöcke. Gibt's auch nicht überall. Gibt's nicht überall. Oh, freut mich. So. Ah, und guck, hier haben wir schon wieder gleich einen Besucher. Oh mei, ist ja unglaublich. Kann mal gucken, ob hier noch einer rumsteht. Gerade nicht, ne? Ist ja cool. Ja, da kriegen wir hier nämlich eine Beleuchtung rein, die keiner sieht, aber trotzdem da ist. Man könnte sagen, unsichtbares Licht. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Bornmehl hätten, könnten wir das Gras wieder wachsen lassen. So, das freut mich. Und da hat es nicht gepasst. Nein! So. Muss alles hell erleuchtet sein. So, ich gehe noch mal kurz gucken, was die Golems machen. Nichts. Warum machen die nichts? Wo ist mein Sammelgolem? Warum ist mein Sammelgolem weg? Ey, wer hat mein Golem geklaut? Was soll denn das? Das finde ich jetzt wirklich nicht fair. Er muss irgendeinen gekillt haben. Der läuft ja nicht einfach so weg. Warte mal. Da drin ist er. Dass er überhaupt überlebt hat? Warum ist er da drin? Hallo Golem, bist du vielleicht ein bisschen doof? Wie ist er da reingekommen? Auf dem Minimap war nämlich zu sehen. So, wenn ihr. Ach, warte, doch, warte, wir können das. Nein, sehen wir nicht. Auf der Minimap rechts oben seht ihr so graue Teile, wo euch anzeigen, wo wer ist. Und deshalb der eine Golem war überlagert. Da war noch ein zweiter zu sehen. Deshalb habe ich gewusst, dass der da ist. So, das Neue wieder anmachen. Ist ja unglaublich. Warte mal, wir könnten mal hier wieder. Na, hier ist es. Wir brauchen nämlich immer noch Aspekte zum Enchanten, zum Researchen, ja.
Da gibt es immer noch welche, die wir noch nicht haben. Und es ja, stört auch so ein bisschen den Prozess. Das war wohl eine Schwefelkuh. Jetzt leckt's wieder. Ey, ich hab 3 GB hier auf dem Server. Das muss an den Maschinen liegen. So, wo haben wir noch ein paar Küchen? Da rennt noch eine rum. Da hinten unsere Infusion, Alter. Es freut mich, den haben wir jetzt schon mal, ja. Jetzt in der nächsten Folge werden wir uns, ich denke, bis dahin habe ich alles soweit. Dass wir die Chars rumstehen, ja, also die Sachen, die wir brauchen. Wird wahrscheinlich irgendwie eine Automatisierung machen, dass ich die Chars. Ich habe ja die Aspekte aufgeschlüsselt oben in den Fässern, dass ich die irgendwie in den Ofen mache. Der Ofen brennt die aus und der Ofen, und dann kommen die gleich in die jeweiligen Chars rein. Ja? Genau die Anzahl, die ich brauche. Dann habe ich da keine Überbelegung an irgendwas, sondern es passt dann genau. So, jetzt müssen wir mal kurz noch das Zeug hier einsortieren und dann haben wir unser Folgenziel erreicht. Und die Säckchen kommen noch da drüben rein. Und hier passt wieder was nicht. Hat wieder einer die falschen Lootbags rein. Ja, die sehen ja auch gleich aus. So generell. Aber die hier haben eben hinten die Doppelpunkt 6. Und da wird wahrscheinlich wieder Kuchen drin sein. Jawohl. Ja, da muss man ein bisschen drauf achten. Sonst funktioniert die ganze Produktion nicht. Jetzt killen wir mal kurz hier noch die Zombies und hoffen, dass da auch nochmal ein Lichtbild rauskommt. Dann können wir nämlich gucken, ob es noch funktioniert. Haben die denn offen? Da hat irgendjemand was reingebaut. Was? Cursed Earth? Warum ist die da? Also ich habe die da nicht hingesetzt. Die verseuchte Erde. Wollten nicht da trollen, oder warum hat es jemand gemacht? Also ich muss nicht alles verstehen. So, aber ich habe leider keinen weiteren Loot mehr gekriegt. Und, warte mal, hauen wir den Kuchen mal raus. Ich weiß gar nicht, ob ich Kuchen da oben drin habe. Ja. Okay, dann hauen wir auf. Mal kurz da rein.
Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und dann freue ich mich auf die nächste Folge bei Minecraft Sky Factory. Warte mal, haben wir da noch irgendeinen Platz? Können wir einfach hier hin. Hallo? Oh. Oh. Ah, okay. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft.